Hallo und herzlich willkommen zu Folge 2 von Reigns Game of Thrones. Ihr seht, der letzte Versuch lief nicht so gut. Die Königin ist fort. Wir fahren fort. Drogon scheint mit dem Horizont zu verschmelzen. Die Vision tritt langsam in die Flammen zurück. Das Feuer prasselt angenehm. Ich verstehe nicht, der Nervus ist vom Blut des Drachen. Sie würde nicht fliehen. Herr des Nichts, ich würde deine Macht nie anzweifeln. Der Plan ist perfekt, fehlerhaft ist nur mein Verständnis. Wenn Daenerys nicht die wiedergeborene Azor Ahai ist, wer dann? Tyrion Lannister? Welch kühne Idee. Ah ja, jetzt schaltet man quasi nach und nach hier die Leute frei. Genau, so, also ich habe gesagt, Reigns ist ein Spiel, in dem man nur Entscheidungen trifft, eigentlich. Das ist alles, was man tut. Und sagt mir gerne in jeder Folge, welche Entscheidungen ihr getroffen hättet, an welcher Stelle. Das würde mich immer sehr interessieren. Und gucken einfach mal, wie lange das Spaß macht. So, lang möge er herrschen. Jetzt ist also fiktional Tyrion Lannister auf dem Thron gelandet. Warum hast du mich gebeten, deine Hand zu sein? Du weißt, dass ich keine erübrigen kann. Ist das ein Scherz? Allerdings ein guter... Das würde ich nicht wagen. Allerdings sehr gut. Das ist Jamie. I order. Dein Witz wird dich eines Tages umbringen, das weißt du, ja? Ich brauche dich, Jamie. Die Dothraki-Königin hätte dich nicht hier lassen sollen. Das Volk will deinen Tod. Ich verzeihe dir nicht. Lasse dich aber nicht sterben. Vielen Dank. Zwei Brüder beschützen das Reich. Ein Krüppel und ein Kobold. Königsmörder und Vatermörder. Werden Baden Lieder über uns schreiben? Besser als die Viserys. Im kleinen Rat gibt es dringende Angelegenheiten zu besprechen. Vielleicht sehen wir uns ja dort. Ja. Im kleinen Rat gibt es dringende Angelegenheiten zu besprechen. Achso. Diplomatie, Projekte, Weggehen, Gerüchte. Erstmal Diplomatie. Sir Jovan. Sicher, wir können unsere strategische Planung überdenken, wenn ihr erlaubt. Bitte. Lord Tyrius, Haus Graufreud. Für eure Diplomatie habe ich nichts übrig. Ich werde den eisernen Preis bezahlen und mir nehmen, was mir gehört. Ich lasse es jetzt mal auf Deutsch, auch wenn ich innerlich total sich alles zusammenzieht in mir, ja? Wir brauchen eigentlich eher das Essen, ne? Ironisch und verbittert. Meine Bedürfnisse sind größer als das Sommermeer. Ich bezweifle, dass ihr sie je befriedigen könntet. Lasst es darauf ankommen, seltsam für einen Eisenmann. Neugierig und lässig. Also gut, hier ist mein Angebot. Gebt mir ein Amt an eurem Hof und die Eiserne Flotte gehört euch. Okay. Entschuldigung. Das war nicht so schlau. Die Eisenmänner sind ein übler und langweiliger Haufen. Auf meinen Reisen habe ich so viel mehr gesehen. Er ist weg. Was sollen wir unternehmen, was ihn betrifft? Wir bieten ihm ein Amt an. Wir greifen ihn an. Die Ironborn sind eigentlich keine starken Verbündeten, ne? Aber er will eigentlich auch nur ein Amt. Biete ihm ein Amt an. Ein Amt? Ihr schlagt doch sicherlich nicht vor... Ja, Meister der Münze. Ihr stellt schnell fest, dass der Neumeister Münze nur eines gut kann, die Schatzkammer plündern. Auch der Krieg mit den Eiseninseln geht weiter. Oh. Eure Herrschaft beginnt in einer sehr finsteren Zeit für das Reich. Wir beten, dass ihr zurückhaltend und gerecht regieren werdet. Gewiss. Syra Schwarzritter, Dienerin. Wie fühlt ihr euch, euer Gnaden? Wenn ihr euch zurückziehen wollt, ich habe den Kamin in eurem Gemach angezündet. Die Burg ist zu kalt. Vielen Dank. Daenerys hat gefährlich viele Unbefleckte zurückgelassen. Was sollen wir mit ihm machen? Ich hole mal seinen Vorschlag an. Sie sind so diszipliniert wie tödlich. Wir sollten sie im Kampf gegen die weißen Wanderer einsetzen. Macht Sinn. Schicken wir sie zu.
Lady Sansa. Ich würde gern etwas Seefeuer aus den königlichen Beständen kaufen. Geld haben wir eigentlich viel. Aber wozu? Der Preis, den ich bereit bin zu zahlen, sollte euch das Stillschweigen über dieses Geschäft abdecken. Einverstanden? Nein. Es wird immer Dinge geben, die Meisterin der Münze. Hä? Da haben wir doch gerade jemand anders zugemacht. Okay, da ist das Spiel nicht ganz konsequent. Oder er hat wieder aufgehört. Es wird immer Dinge geben, die Löcher an die Staatskasse reißen. Ich empfehle, vor größeren Ausgaben meinen Rat einzuholen. Ja, klar. Jetzt beginnt eine weitere Sitzung des kleinen Rates. Kann es losgehen? 7 Monde sind schon an der Macht. Jawohl! Eine Woche geschafft! Ja. Projekte. Meister Douglas, ich möchte über unsere Projekte für die Hauptstadt sprechen. Mal sehen. Ihr möchtet über unsere Projekte für die Hauptstadt sprechen. Turnier, Bordell, große Septe. Wir brauchen eigentlich Wohlwollen im Volk. Machen wir erstmal, bevor wir ein Bordell errichten. Das wäre zwar für Tyrion passend, aber erstmal. Ich veranstalte erstmal ein Turnier. Wie gesagt, sagt mir mal gerne, was ihr entschieden hättet. Das Reich stürzt vom Krieg der 5 Könige direkt in den Winter. Gewährt eurem Volk eine Ablenkung, ein großes Turnier beispielsweise. Veranstalten wir. Nehmt ihr am Tjost eures eigenen Turniers teil, mein Lord. Das können die Leute begeistern und möchtet ihr einen Günstling wählen. Wir sind Tyrion, wir werden nicht selber kämpfen. Nehmt einen Günstling. Ihr könnt es nicht riskieren, während einer so wichtigen Zeit wie 7 Königslande verletzt zu werden. Welchen der am Tjost teilnehmenden Ritter gewährt ihr eure Gunst, mein Lord? Sir Gießen dem Edlen oder Sir Weidenbach dem Frommen? Okay, also ein Mann des Volkes quasi, Gießen oder Fromm für die Religion. Moment, ist die Religion ein bisschen schlechter, dann nehmen wir mal Weidenbach. Der Sieger des Lanzenstechens ist Sir Weidenbach. Haus Heidewies kredenzt allen anwesenden Familien ganz mit großer Maulbeersoße. Wundervoll. Clinissa Malford, gemeines Volk. Und jetzt soll Musik erklingen. Welches Lied sollen wir für euer Gnaden spielen? Eine fröhliche Melodie, eine schwermütige Melodie, eine fröhliche. Die Barden spielen der Bär und die Jungfrau her. Ich konnte die Besucher des Turniers zu einem Gebet für die Zukunft der 7 Königslande bewegen. Vielleicht stärkt das den Glauben. Oh, Knights of the Seven spielt im Hintergrund. Hört ihr das? Ah. Ein Septen ist mit einer Kurtisane bei einem recht unreligiösen Kniefall gesehen worden. Sollen wir das versehentlich enthüllen? Ein Septen ist mit einer... Okay, also sie hat ihm eingeblasen. Ja, komm. Bringen wir die Religion mit einem Blowjob zu Fall. Die Heuchelei einer Kirche wird allen offenbart. Die Einigung des Sklavenhandels erfordert Geld und Beharrlichkeit. Einige Lords der Weite bringen Sklaven aus Essos her. Geld haben wir genug. Hängen wir sie. Lady Maisie, Haus Tyrell. Vergesst nicht, eine Rose hat Dornen. Unser Gold war weiterhin versteckt. Wir haben noch mehr als genug, um uns mit den Söldnern zu rechnen. Ah, also sie machen so alternative Geschichten, ne? Hier haben die Lannisters es halt nicht bekommen, sondern sie haben es nicht gefunden. Ihr seid hier willkommen. Ja, kartet euch, please. Lord Tyrion, Haus Lannister. Ich habe diese ganzen Schlachten und Dramen so satt. Haben wir vergessen, welche Vorzüge es hat, reich und mächtig zu sein? Nie. Junge Leute turteln offen vor der Septe. Das ist ein Platz der Sünde geworden. Schickt mehr Patrouillen, um jung und verliebt zu sein.
Es wäre Heuchelei, wenn Tyrion jetzt die zerstreut. Oh nein! Gott, oh Gott! Dieser Gabe ist mit Blut bedeckt, obwohl ihr keine Verletzung erkennen könnt. Er trägt eine keine Nachricht. Ich pflege ihn. Und das Rocky wenden sich gegen uns. Schickt eine Armee oder verteidige Königsmund. Wir sollten Königsmund verteidigen, weil dieser Rocky auf offener Fläche anzugreifen ist dumm. Da ist niemand besser als dieser Rocky. Möge die Mutter euch mit Gnade erfüllen, mein König. Wozu braucht ihr meine Gnade? Und die Krieger euch mit Wut. Wozu braucht ihr meine Gnade? Ah, verdammt! Zu euren Pflichten als König gehört es, für Gerechtigkeit zu sorgen. Wir haben hier gerade einen schwierigen Fall. Erzählt mir mehr. Einige junge Frauen sind verschwunden. Wir fürchten um ihre Sicherheit und Tugend. Ja. Eine Gruppe wütender Lords plant einen Staatsstreich. Schnell, wir müssen fliehen. Sie sind hier. Alien Reed. Nein! Ihr werdet an einen Pfahl gebunden, mit einer Kapuze bedeckt und auf abscheuliche Weise misshandelt, bevor euch die Gnade des Todes gewährt wird. Okay, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Das Volk hat mich geliebt, eigentlich. Wahrscheinlich die Religiösen. Der König ist tot. 16 Monde an der Macht, Tyrion der Tolerante. Daenerys 3 Monde, Tyrion 16 Monde. Lass mich deine Botschaft noch einmal interpretieren. Okay, wir haben nach wie vor nur die beiden. Probieren wir als nächstes nochmal Daenerys. Gut, ja, dann war das die zweite Folge. Ein bisschen erfolgreicher als die erste, aber immer noch nicht sehr. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Reigns Game of Thrones. Bis dahin, euer Gauton. Und ciao.